in der Geschichte, und das sagen Sie ja auch, es eine Polarisierung in der Gesellschaft gibt an die Ränder. Das heißt, ein Kapitalismus, der sich im Zyklus dem späteren Stadium nähert, der führt immer zu Zentrifugalkräften. Klar ist, dass, und deswegen hat Trump auch die Wahl gewonnen, dass die Mittelschicht in den letzten 20 Jahren der Verlierer war. Das war eigentlich eine traditionell linke Kritik von den Linken. Und die SPD versucht sich da gerade neu zu erfinden, etwas spät. Aus meiner Beobachtung hätte sie vielleicht besser ihr Kerngeschäft schon früher betrieben. Denn es war überall linksgrün, dass die Finanzmärkte liberalisiert hat. In Amerika Clinton, in England Blair, ach nee, Blair hieß er nicht, Blair, wie Leier, war so sein Spitzname. Ich meine, ein absolut, also Blair ist ein, der dann auch mit den schärfsten Worten kurz vor dem Zweiten Irakkrieg das eigene Land aufgehetzt hat. Wir sind uns absolut sicher, dass sie Waffen haben, dass sie uns in 60 Minuten erreichen können. Also er hat sich so als Kriegspropagandist wie auch immer, so, also es war ja, und in Deutschland Schröder, Fischer, also das waren ja diejenigen, die die Strukturveränderungen im Finanzsektor angestoßen haben. Aber die Kritik am Abstieg der Mittelschicht ist links. Ich erinnere an das Buch Die Globalisierungsfalle von 96, glaube ich, Schumann und Martin. Ein Mega-Bestseller, hat sich 800.000 Mal verkauft. Und die sprachen damals von der Brasilianisierung der Welt. Sprich, Reiche, die sich zurückziehen, die ihre eigene Welt bilden, die rausgehen, private gated communities oder sowas ähnliches, Privatschulen und so weiter und so fort, was wir in Deutschland nicht hatten. Wir hatten eine, also hatten wir auch, aber punktuell, wir hatten eine Gesellschaft, die hat auch so funktioniert, ohne dass sich die Reichen verabschieden aus dem Gesellschaftskonsens. Und das ist für mich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und dass da, wenn die Gesellschaftsordnung oder die Wirtschaftsordnung über mehrere Jahrzehnte im Prinzip in ganz klare Richtung geht und die Mittelschicht absteigt, dass dann Gegenreaktionen kommen, ist klar. Ich verweise da auf Trumps Rede in Davos. Ich habe sie mir ganz angehört. Das ist übrigens etwas, was ich Ihnen allen sehr empfehle. Bitte keine Zeitung lesen. Bitte ans Original gehen. 5 Minuten oder 10 Minuten mal Putin anhören. 5 Minuten oder 10 Minuten mal Trump anhören. Schauen, was die... Das, mein Augenöffner war vor über 10 Jahren eine Ahmadinejad-Rede. Das war ja damals der Satan vor der UNO. Und dann habe ich diese Rede gesehen, aufs Englische übersetzt, denke, so, also man muss da einfach diese verschiedenen Perspektiven in sich zulassen, um selber zu einem Bild zu kommen. So, und wenn wir also eine Gesellschaftsordnung haben, in der sich wirklich Reichtum, ich habe überhaupt nichts gegen Reichtum, ich gehöre zu dem 1% oder vielleicht sogar zu 0,2%, aber und kann sehr gut von meinen Kapitaleinkünften leben, aber da haben wir eine Tendenz, die ist gefährlich. Und Oxfam sagt es, also wenn, ich glaube, 30 Personen die Hälfte des Vermögens der Welt besitzen oder, also die Zahlen sind ja schon, und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren so auseinanderentwickelt. Und wenn ein gut bezahlter Job, normaler Job in Frankfurt nicht mehr ausreicht, um eine Familie mit 2 Kindern zu ernähren und vernünftig in Urlaub zu fahren und so weiter, und dann ist es schon, und ich will gar nicht von Krankenpflegern oder Assistenzärzten reden, da reicht es vorne und hinten nicht natürlich. Da ist was falsch. Da ist was falsch.